gehörst auf jeden Fall auf die Bühne. Danke. Oh ja. Also da hat man gesehen, wie viel Emotion und Freude du in diesen Song gebracht hast. So toll. Und du bist nicht nur so wahnsinnig musikalisch, liebe Nadja. Nein, Sie zu Hause gucken Sie mal hier. Die Nadja ist auch total kreativ, künstlerisch unterwegs. Das hast du hier gemalt, ne? Ja. Das ist das ist Nadja in der Mitte. Und wenn ich richtig gucke, sind das Michi und Smudo. Exzellent getroffen, ja. Oder die sehen da sogar noch besser aus als in echt. Ja, so schwer ist es ja nicht. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wenn wir mal da hingucken zu deinen beiden Coaches, die sind so kurz vorm Platzen vor Stolz, glaube ich, oder? Ja. Oh Gott. Nadja hat es so gefühlt, fand ich. Das kam so rüber. Ich meine, was für eine Inbrunst. Da ist wirklich der Geist von Freddy in sie reingefahren, gerade in dem Moment. Danke. Smudo, wie war das Coaching von Nadja? Oh, Nadja ist ja ein Spring ins Feld. Mhm, genau das heißt. Motiviert, gibt immer Vollgas, macht so viele Sachen, hat manchmal auch ganz, ganz viele Sachen. Also Nadja jongliert mit 8 Bällen und 3 in der Hand und 5 in der Luft. Und da ist es ganz, da muss man so ein bisschen an die Disziplin sozusagen ran. Genau, das ist ja toll. Also sie bringt ganz, ganz viel mit. Und es ist immer leichter, was wegzunehmen und dann den Auftritt zu haben, als immer noch was dazu zu erfinden und so. Auf jeden Fall eine richtig tolle kleine Künstlerin. Ja. Danke, das ist sie. Nadja bringt alles mit, was man braucht, um hier im Finale von The Voice Kids zu stehen. Das Einzige, was sie allerdings noch wirklich braucht, ist ihre Stimme. Also, voten Sie für Nadja. Und zwar unter der Telefonnummer 01379 7878. Und deine Endziffer lautet 8. Genau so sieht es aus. 08. Oder schicken Sie einfach eine SMS mit der 08 an 3x4, 3x1. Oder warten Sie einfach online. Das geht auch. Und zwar auf thevoicekids.com.